Also vor 2 Jahren waren wir das erste Mal hier und haben uns das gemeinsam angeschaut, sozusagen alle, die eingeladen waren und eben mit Kunst im öffentlichen Raum. Das war sozusagen erst zur Hälfte ausgegraben und man konnte schon sehen, es gab eben große Fundamente, noch einiges von den Steinen, von diesen Mauerresten. Und ja, es war im Vergleich, konnte man sich jetzt nicht wirklich vorstellen, was gehörte zu welcher Epoche. Also es war einfach sozusagen nur für den Archäologen verständlich. Ja. Die Grundrisse zeigen eben die verschiedenen Kirchenbauten und auch einige Funde aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gab hier eine Luftbeobachtungsstation. Also später wurden dann auch von den russischen Besatzern hier Schützengräben ausgehoben. Das ist sozusagen nachdem die Nationalsozialisten hier ihre Luftbeobachtungsstation hatten. Und es wird jetzt das, was man unter der Erde gefunden hat, an der Oberfläche sichtbar gemacht. Und das ist sozusagen in einem Maßstab, der dasselbe ist. Ja. Von der Materialfrage her war es mir irgendwie wichtig, sozusagen ein Material zu wählen, das irgendwie jetzt aus der Gegenwart kommt. Also jetzt nicht irgendwie, dass man sich denkt, man könnte das irgendwie mit Kies oder so schon brunnenmäßig machen, wenn man jetzt zum Beispiel an die Barockkirche denkt, sondern Beton ist ein Material, das man heute viel verwendet. Und wir glauben zwar immer, dass wir für die Ewigkeit bauen, aber selbst das Material Beton wird sich natürlich irgendwann im Laufe der Zeit auflösen. Und die Zuordnung der Farben war sozusagen aus einem Bewusstsein heraus, welche Farbe wäre für eine Epoche passend. Ne? Also bei Barock denkt man eher an so gelben Farben und beim Mittelalter wenn man eher so was Erdiges, also geht man ins Rötliche schon. Und die frühe Neuzeit haben wir was, ein schönes Grün gewählt. Das wurde auch teilweise übernommen von den archäologischen Plänen. Zu den Kindergräbern, die geben sozusagen selbst der Archäologie immer noch Rätsel auf, wie es dazu kam. Fest steht, dass die sozusagen vor der Barockkirche schon hier waren. Und es kann nicht genau zugeordnet werden, in welche Zeit die jetzt fallen. Und jedenfalls der Vorteil war, durch diese ganz genauen Untersuchungen, durch die Archäologie, wurde wirklich jede Fundnummer ganz genau dokumentiert. Und es gab jetzt den Entschluss, dass man an jede Stelle, wo einer dieser Funde dokumentiert ist, einen Stein flach in die Erde einlässt und so das markiert. Es gibt zusätzlich noch eine Sitzskulptur, die wie ein Sockel funktioniert, auf dem der Betrachter eben draufstehen kann und eben die Weite schauen kann und gleichzeitig auf das Kunstwerk. Und es gibt, was natürlich trotzdem notwendig war, weil es ja doch sehr komplexe Inhalte sind. Es gibt eine Infotafel, die das Wissen der Archäologie überliefert. Genau. An so einem historischen Ort wie hier zu arbeiten, fordert ein gewisses Feingefühl. Man muss sozusagen auf diesen Ort genau eingehen. Jetzt nicht nur, weil er so viel historische Substanz hat, sondern weil es auch ein ganz spezieller Ort in der Natur ist, an dem man natürlich sich das gut überlegen muss, was man hier macht. Und mir war es wichtig, sozusagen diesen Ort nicht zu zerstören, also keine große Geste zu machen. Also es ging nicht darum, wie mir selbst ein Denkmal zu setzen, sondern die Kunst hat mehr eine dienende Funktion, versucht eine Information zu vermitteln und das angemessen für den Ort zu machen.